Ich grüße euch zurück hier bei Dragon Age Origins und meine Güte, ich habe gerade eben das Spiel geladen mit diesem Blick und dachte schon, ich hätte vergessen zu speichern, wir müssen den ganzen Spaß nochmal machen, aber Gott sei Dank haben wir das bereits bewerkstelligt und direkt kommt wieder eine Stelle mit dem Autosave, das heißt jetzt kommt wieder... Das könnte theoretisch das Finale sein. Das ist ja natürlich sehr nett von den Entwicklern, so etwas richtig Schwieriges direkt vor dem Finale zu platzieren, damit wir lieben Spieler nochmal alle Wundumschläge raushauen, bevor wir hier dann jetzt wahrscheinlich Scheibenkleister. Es ist das Finale. Und ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte ganz Schlimmes. Hier sind überall Lyriumadern. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stein-Golems. Und da hinten irgendein, mit dem wir reden können, der auch unser Ziel darstellt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Mein Name ist Kerl. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern, aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören, sonst wiederholt sich alles. Das hört sich interessant an. Carradine, wie in der Carradine von Carradines Kreuzung? Verschont mich damit, ich brauche den Amboss, um mit Branka zu verhandeln. Ihr wollt also etwas wie jeder andere auch. Nein, seid ihr der Carradine von Carradines Kreuzung? Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Oh Mann, das klingt nach Blutmagie, einem gefährlichen Pfad. Dunkle Brutnarte. Anfangs benutzte ich nur Freiwillige, tapfere Seelen, die ihr Leben geben wollten, um ihr Heimatland zu verteidigen. Aber König Valtor wurde gierig und zwang Männer dazu. Kastenlose und Verbrecher, seine politischen Feinde, alle kamen auf den Amboss. Ich musste erst selbst den Hammer spüren, um das Ausmaß meiner Verbrechen zu erkennen. Und jetzt wollt ihr Rache? Klingt, als hättet ihr das verdient. Also habt ihr ihn weggesperrt. Orsamar hätte Verwendung dafür. Ja, wollt ihr Rache? Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Ihr! Bitte! Helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Ich hoffe, er hilft mir auch beim Zerstören. Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Ja, ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Hört nicht auf ihn. Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig. Verhelft mir zu dem Amboss, dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz.
bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen. Seht euch um! Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Der Amboss versklavt lebende Seelen. Er muss zerstört werden. Wollt ihr nicht mehr über die Möglichkeiten des Ambosses erfahren? Er ist ein Wunder, ein Werkzeug zur Schöpfung. Selbst die besten Werkzeuge können missbraucht werden. Der Amboss entspringt der Blutmagie und damit der Zerstörung. Schöpfung heißt auch, dass etwas zerstört wird, um Platz zu machen. Es ist ein Naturgesetz, das Tod neues Leben hervorbringt. Wenn ihr den Amboss zerstört, werdet ihr das bereuen. Nein, werde ich nicht. Wie würde es euch gefallen, ein Golem zu werden? Sollen etwa leere Drohungen mein Mitgefühl für diese Steinmänner wecken? Ihr werdet es niemals verstehen, ich muss den Amboss zerstören. Dass jetzt keine Wahl meine Entscheidung steht, berechtigter Einwand, unsere Sache ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Nein, der Amboss muss zerstört werden. Danke. Euer Mitgefühl beschämt mich. Seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradin. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich nicht aufhalten. Der macht... Okay, wir haben Steingolems auf unserer. Und wir... Ja. Ha, ha. Ja. 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 Ihr habt gesehen, dass es sehr gut funktioniert hat an dieser Stelle. Nein. Der Amboss ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Ist mir auch momentan gänzlich egal. Kann nicht wahr sein. So. Was ist jetzt los? Ach so, ja. Ach so, ich habe schon verstanden, die Golems wurden innerhalb weniger Millisekunden geplättet, also die gegnerischen Golems. Ich habe schon verstanden. Nochmal. Das wird schwierig, Leute, das wird schwierig.
Bleibt noch Branka. Ich nehme hier mal einen starken Wundumschlag. Ach nee. Ja, okay. An sich ein guter Ansatz. Die Idee ist ja schon mal nicht schlecht, aber es hapert an der Umsetzung. Daher noch einmal zurückziehen. Branka ist böse. Die Golems sind null Hilfe, wisst ihr das? Also unsere verbündeten Golems da hinten, die beiden, die sind, um es mal hart zu sagen, eine Lachnummer. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Oh Mann. Leute, das schaffe ich doch im Leben nicht. Bleibt mal realistisch. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich muss das nur schlauer machen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Thank you.
starker Wundumschlag. Habe ich gerade starker Wundumschlag gesagt? Morrigan braucht einen Wundumschlag. Win macht das super mit dem Golem zusammen. Das geht. Super. Oh Gott. Ganz dringend. Oh Gott. Du angreifen Golem. Nein, du benutzen starker Wundumschlag. Du laufen. Du angreifen Golem. Du laufen. Uah. Scheibenkleister. Ja, Galurio mehr. Nein. Die haben es gleich irgendwann mal geschafft. Komm, schlag sie. Nicht meine Helden. Also, das klappt auch nicht. Also, zumindest hat das jetzt nicht funktioniert. Nee, das war Mist. Oh, ich habe irgendwas gemacht, Leute. F10, ich glaube ein Screenshot, ich bin mir nicht sicher. Morrigan. Das sieht gut aus. Yeah.
So. Nee, das ist jetzt noch schlechter gelaufen als vorhin. Das darf doch nicht wahr sein. Warum habe ich nur so wenige Golems, Leute? Das ist unglaublich. Super. Läuft er wieder super. So. Ich hab doch den Wurm. Ich hab den Wurmschlag genommen, ihr habt es alle genau gesehen. Das war extrem unfair gerade mal wieder. Deswegen, dass Branka selbst wenigstens auch betäubt war, ist wenigstens mal fair. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man die Golems angreift. Mist ist, dass wir so unsere eigenen Leute einfrieren. Das ist nicht so gut. Unser Problem ist der Branka. Oh Mann.
Wir sind wieder auf der Flucht, ihr merkt's schon. Nein, es darf nicht wahr sein. Kein Lyrium mehr. Ich verstehe das gerade nicht. Machen die jetzt jeder einzelnen Schaden? Branka, 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 Branka. Hä? Ja, meine Reise endet wegen dem verschissenen Endkampf hier. Entschuldigung. Hä? Hä? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Bringt ja wirklich viel, wie ihr schon merkt. Bester Effekt ever. Mann. Darf nicht wahr sein, was hier gerade abgeht. Nee, das hier. Na, ma. So. Lauf bitte weg. Helf bitte da hinten weiter, hier sind genug Probleme. Wo ist das? Das heißt, wir müssen das... Wir müssen Branka einfrieren um jeden Preis. Damit unser Haupthelden einen Trank trinken kann.
So. Oh Mann, nein, 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 nein. So, so Leute. Tut mir leid an dieser Stelle, aber das tue ich mir. Ich finde, das ist ein sehr ungerechter Kampf, ein sehr unfairer Kampf. Und das mit dem auf Leichtstellen hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Noob bin oder sowas. Ich hasse den Begriff. Aber ich will mir hier jetzt wirklich... nicht die Nerven dann kaputt machen. Kommt schon. Richtige Winkel finden. Und drauf da. Einen Wundumschlag. Ihr eiert da schön mit Branka rum, sehe ich gerade. Beseitigt bitte diesen blöden Golem. Dankeschön. So. Ein Wundumschlag für dich. Und ein für dich. Keine Ahnung, was es hier mit diesen ganzen Brankas auf sich hat. Wirklich keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Seht zu, ich stelle die Schwierigkeit direkt wieder auf normal. Das war nur eine Ausnahme. So. Eine reine Ausnahme, weil ich mir die Nerven nicht kaputt machen will. Tut mir leid, Leute, aber das hätte mich krank gemacht. Orsama. Die Führung von Orsama liegt im Chaos mit der... In Besessenheit für den Amboss der Lehre hat Branka ihre Besessenheit für den Amboss der Lehre hat Branka vernichtet. Karidin allerdings ist noch hier. Du sollst mit ihm sprechen. Das tun wir auch. Tut mir leid, Leute. Wie gesagt, es war eine reine Ausnahme. Und wird so auch nicht mehr vorkommen. Branka. Ja, die werden wir sicherlich alle mitnehmen müssen. Wir zerstören mal das zwergische Langschwert. Weg damit, weg mit dem Schlangengift. Weg mit der Erdung. Weg mit dem Säurefläschchen, meine Güte. Ja, ist bestimmt viel wert. Massive Zwergenrüstung, ist gut. Branka Schild ist auch gut.
Rune des Experten, sehr gut. Und ein Diamant, auch sehr schön. Wir schauen mal kurz nach. Die Stiefel sind besser als die unseren. Mühsal. Unsere ist besser. Die Stiefel sind besser. Und das sollte es dann erstmal gewesen sein. Okay. Quick Save und weiter geht's heute. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich will mir die Nerven nicht kaputt machen. Glaub mir. Wir haben denn eine Truhe, da gehen wir erstmal hin, bevor wir nachher gleich wieder zurück teleportiert werden. Da ist der Amboss der Leere. Ein Geschenk. Geschenke nehme ich gerne mit. Ihr wisst ja, Geschenke brauchen wir. Warum schenken wir eigentlich... Warum verschenken wir die Sachen eigentlich nicht mal eben? Überlege ich gerade. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Und wir können uns ein wenig bei unseren Gruppenmitgliedern einschmeicheln. Zum Beispiel gefällt doch bestimmt... Hier, eine goldene Sense. Wie aufmerksam. Bitteschön. Eine kleine Statue. Wie aufmerksam. Bitteschön. Wir müssen unbedingt, Oh. Oh, oh, oh. Möchtest du ein... Nee, das ist... Nee, nee, die drei leider nicht. Nee. Gifterstellung brauchen wir eh nicht. So. Hier ist der Amboss der Leere. Von Lyrium durchzogen und hier mitten im Lavaquell. Natürlich. Der Amboss glüht wegen des Lyriums, das ihn durchzieht wie flüssiges Metall, aber dunkle Flecken erinnern an seine blutige Vergangenheit. Er wurde direkt aus dem Stein des Bodens geschaffen. Um ihn zu bewegen, müsste seine Basis mühsam abgetragen werden und das würde Jahre dauern. Ja, wir werden ihn auch zerstören. Hier die Lyriumadern, wie die sich überall rumwinden. Oh Mann. Ich würde aber sagen, wir machen dann hier an dieser Stelle mal einen Schnitt und ich nehme lieber gleich noch einmal auf, statt jetzt wieder in eine 52-minütige Überlänge zu kommen, wie im letzten Video. Das war ja dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht beim nächsten Mal weiter mit Garidin und dem Amboss der Leere. Tut mir leid, dass ich die Schwierigkeit runtergestellt habe, aber Leute, das ist ein Let's Play und ich möchte keine 40 Minuten an einer Stelle hängen. Ich bitte euch, das zu entschuldigen und sage ansonsten bis zum nächsten Mal.